ein Zuckerfest, da wo die Muslime fasten. Nein. Nein. Das ist Fest von Muslimen. Ja, ich weiß das. Generell hat es ja mit der Religion zu tun, mit Fastenzeit, ja? Also ein Monat Fasten. Ja, Ramadan ist es so, dass bei den Muslimen, sobald die Sonne aufgeht, nicht mehr gegessen werden darf. Und dann erst, wenn die Sonne untergegangen ist, dürfen sie halt wieder essen. Nein, noch nicht, nein. Nein, 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 nein. Leider nicht, nein. Nein, selber noch nicht. Nein, noch nie. Ja, warum nicht? Ich habe ja auch ein paar Freunde, muslimische Freunde, die das auch durchziehen und alles. Wenn ich eingeladen werde, warum nicht dann? Auch es nicht, nein. Ich bin hier in unserer Gemeinde jede Woche und wenn was ist, helfe ich. So wie Frühlingsfest, wenn ältere Leute eingeladen sind. Oder dann helfe ich halt immer gerne. Und da habe ich wirklich genug zu tun. Ne? Mit meinem Schrebergarten auch. Ich bin reichlich beschäftigt. Ich sag mal, müsste ich dann auch nichts essen und nichts trinken? Nein, nein, nein. Muss man. Ja. Also ich sag mal ja. Einmal muss man gemacht. Ja, klar, um das kennenzulernen, warum nicht? Schließe ich mich gern an. Aber ich würde mal sagen, auf jeden Fall. Also wäre etwas Neues und man könnte es doch gut kennenlernen. Ich wäre natürlich sehr bereit, auf Iftar dabei zu sein, weil das ist die schönste Zeit. Und von allem, der Gefühl, der dabei ist, der ist unbeschreiblich, weil da sind die ganze Grenzen fallen. Also da ist typisch so Essen mit Mama und mit Familie. Und dann spielt das auch keine Rolle, ob das die Mama oder die Familie ist. Also